So, und dann gibt es so ein paar Aussagen über Bäume. Die gucken wir uns noch mal ganz kurz an. Und zwar wie folgt: Für einen Baum T gilt, egal welche Ordnung der jetzt hat, wenn ich n Knoten im Baum habe, egal ob jetzt innere oder äußere, ja, dann hat er immer n minus 1 Kanten. Das überlegen wir uns gleich, warum das der Fall ist. Je zwei Knoten in dem Baum sind genau durch einen einfachen Weg verbindbar. Einfacher Weg heißt, es gibt wirklich nur eine Möglichkeit, von dem einen zu dem anderen Knoten zu kommen. T ist minimal zusammenhängend. Was heißt zusammenhängend? Weiß das jemand, was heißt zusammenhängend? Dass ich jeden Knoten von jedem anderen erreichen kann. Ne? Und wenn ich sozusagen eine Kante wegnehme und dann von einem Baum, wenn ich hier Wenn ich mal den Baum nehme, ja, T ist minimal zusammenhängend, das heißt, durch Entfernen einer Kante ist T nicht mehr zusammenhängend. Ja, egal welche Kante ich jetzt hier wegnehme, sagen wir mal, ich nehme die hier weg, ja, der Knoten ist ja weiterhin da und zusammenhängend heißt, wenn ich jeden Knoten von jedem anderen Knoten erreichen kann, über eine Kante. Das habe ich halt jetzt nicht mehr. Ja, ich kann von diesem Knoten hier, den habe ich jetzt ganz weggemacht, kann ich nicht mehr beispielsweise zu diesem Knoten oder auch zu dem Knoten kommen. Ja. Und T ist maximal azyklisch, das heißt, durch Hinzufügen einer Kante wird T zyklisch. Machen wir den nochmal hier wieder dran. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich nehme noch irgendeine Kante dazu, beispielsweise diese, dann entsteht ein Kreis. Kreis heißt, ja, ich kann, ja, von einem Knoten loslaufen über eine Folge von Kanten und anderen Knoten wieder bei diesem Knoten ankommen. Das nennt man einen Kreis. Ja, wir haben eben von Pfad oder Weg gesprochen. Ja, ein Kreis ist sozusagen ein Weg mit gleichem Anfangs- wie Endpunkt. Genau, das überlegen wir uns mal, warum beispielsweise hier das erste gilt. Einfach um mit dem, was Sie so gerne mögen, nämlich so Induktionsbeweise. Ich weiß, das mögen sie. Oder alle ihre Vorgänger oder Vorgängerinnen, die mögen das auch. Aber das ist halt irgendwie ein wichtiges Prinzip. Und darum üben wir das nochmal und das werden wir sicherlich das ein oder andere Mal nochmal machen, sodass man auch sehen kann, Mensch, so eine Induktion, die kann ich auch über mehr machen als jetzt irgendwie über ganze Zahlen, um irgendeine Formel, Summenformel oder irgendwie was zu beweisen. Ja? Also das überlegen wir uns mal, warum das erste hier gilt. Als Beispiel. Induktionsprinzip, nehmen wir mal eins hier. So. Induktionsanfang, das heißt, wir fangen mit einem Baum, der mit einem Knoten an. Ja, das heißt, der Baum besteht aus nur einem Knoten mit n minus 1 gleich 0 Kanten. Also das passt schon mal. Ja, dann machen wir irgendwie Induktionsvoraussetzung. Ja, Behauptung gelte für n. Oder gelte für Bäume mit höchstens n Knoten, dann kommt der Induktionsschluss. Und jetzt gucken wir uns mal einen Baum an mit n plus 1 Knoten. Das heißt, es sei T. Ich habe jetzt noch nichts gesagt darüber, was für eine Ordnung dieser Baum hat. Darum sagen wir auch, bleiben wir schön abstrakt. Das heißt, es sei T ein Baum der Ordnung D. Ja, das heißt, das gilt jetzt für jeglichen Baum.
mit n plus 1 Knoten müssen wir ja jetzt nehmen. Und es sei W der Wurzelknoten. So, wenn wir wissen, es ist ein Baum der Ordnung D, dann gibt es höchstens D-Nachfolger. Das sind einmal D-Teilbäume T1 bis TD, wie wir das eben auch so schön definiert hatten. Und jeder Teilbaum hat natürlich auch eine Wurzel. Ja, und diese Wurzeln sind direkte Nachfolger von dem Knoten W. Deren Wurzeln also also wir haben irgendwie so eine Situation, wir haben hier unseren Knoten W, genauso wie wir das eben eingemalt hatten. Ja, und diese Knoten hier, das sind, von denen habe ich jetzt gerade hier gesprochen. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben einen Baum der Ordnung D mit n plus 1 Knoten. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele Knoten haben wir hier unten in diesen Teilbäumen? Ja, dann sind das gerade n. Ja, weil das ist sozusagen der plus erste dazu. Ja, und wenn wir insgesamt n plus 1 Knoten haben in diesem Baum hier, ja, in dem gesamten, ja, und wenn wir jetzt die Wurzel w wegnehmen, bleiben n Knoten. Das heißt, die Summe dieser Knoten in den Teilbäumen T1 bis TD ist gerade n. Ja, das heißt, das sei jetzt mal hier sozusagen die Anzahl Knoten in T1, ja, also hier mit so Betragsstrichen gekennzeichnet. Das heißt, wir wissen das Folgende. Das wissen wir. Was können wir noch annehmen? Dabei ist es eigentlich jetzt egal, ob. Nee, wir machen das mal so. Wir sagen mal, wenn wir jetzt ohne Beschränkung der Allgemeinheit sagen, dass die einzelnen Anzahlen, dass das größer als 0 ist. Das ist keine. Hindert uns nicht. Glaube ich zumindest. Lass ich erstmal so. Also, wir sagen mal, die sind alle vorhanden. Wir haben einen Baum der Ordnung D. Ja, und jeder dieser D-Teilbäume ist auch tatsächlich vorhanden. Nichts anderes heißt das hier. Und für jeden einzelnen Knoten gilt definitiv die Induktionsvoraussetzung. Induktionsvoraussetzung hatten wir gesagt, Behauptung gelte für Bäume mit höchstens n Knoten. Ja, das gilt für jeden dieser einzelnen Knoten, für jeden dieser einzelnen Teilbäume. Also für die TI gilt nach Induktionsvoraussetzung Baum TI hat genau so viele Kanten. Ja, die Anzahl der Knoten minus 1. Das ist, liefert uns die Induktionsvoraussetzung. Und zwar gilt das für alle 1 kleiner i kleiner d. Ja, bislang noch nicht spektakulär. Und insgesamt, jetzt zählen wir mal alle zusammen. Insgesamt gilt dann, ich muss fertig werden, die nächste Folie kommt.
Wir haben einmal D, das ist sozusagen, sind diese Kanten hier oben, ja, von W zu den Nachfolgern. Dann haben wir plus T1 minus 1. Ja, das sind laut Induktionsvoraussetzung, ja, hier diese Kanten innerhalb dieses Baumes. Dann plus T2 minus 1 plus TD minus 1. Ja. Für jeden dieser Bäume gilt nach Induktionsvoraussetzung, dass er Anzahl Knoten minus 1 Kanten hat. So, und da sehen Sie schon, ich habe hier jetzt D mal minus 1 stehen. Das heißt, das ist insgesamt gerade T1 plus TD plus D minus D ist gleich. Ja, und das war ja gerade hier N, hatten wir gesagt. Ja, und damit sind wir auch schon fertig. Wir haben jetzt gezeigt, Aussage war ja, ein Baum mit n Knoten hat n minus 1 Kanten. So, in unserer Induktion hatten wir gesagt, wir nehmen jetzt einen Knoten, einen Baum mit n plus 1 Knoten. Ja, und wir brauchen genau eine Kante weniger. Und die haben wir. Ja, und damit ist 1 gezeigt. Ja, wir haben jetzt genau so viele Kanten in unserem Baum. Ja, das zweite, das überlegen wir uns auch irgendwie ganz kurz. Je zwei Knoten in einem Baum sind genau durch einen einfachen Weg verbindbar. Wenn wir uns jetzt mal zwei beliebige Knoten hernehmen, dann gilt das Folgende, dass sie nämlich stets einen gemeinsamen, gucken wir uns gleich nochmal an, einen gemeinsamen letzten Vorgänger haben. Was heißt das? Wir haben hier irgendwie unsere Wurzel und dann kommen wir irgendwie zu einem Knoten, den nennen wir jetzt mal A. Und dann gehen wir weiter, den Pfad entlang, kommen zu einem Knoten B, wir kommen zu einem Knoten C. Ja, da können jetzt noch mehrere Knoten dazwischen liegen, ja, aber es gibt immer einen Knoten, der sozusagen gemeinsamer Vorgänger. Vorgänger sind ja alle die Knoten, die auf dem Weg von der Wurzel, hier oben von der Wurzel, zum Knoten B liegen. Alle Knoten, die sozusagen auf diesem Weg oder Pfad liegen, nennen wir Vorgänger von B. Ja, und also es muss immer einen Knoten A geben, der gemeinsamer Vorgänger von B und C ist. Ja, das ist zur Not die Wurzel selbst. Aber danach, wenn ich jetzt hier weiter runter gehe, sozusagen auf dem Weg von A weiter runter gehe im Baum zum Knoten B, ja, dann komme ich von da nicht mehr rüber zum Knoten C. Also es gibt immer einen letzten gemeinsamen Vorgänger. Haben stets einen gemeinsamen letzten Vorgänger und den nennen wir jetzt hier irgendwie A. Punkt. Hier oben ist die Wurzel. Also das muss definitiv existieren. Dieser Knoten muss existieren. Entweder es ist die Wurzel, wie ich das gerade schon gesagt habe, oder es existiert ein Teilbaum. Also Teilbaum ist sozusagen einfach das hier beispielsweise wäre ein Teilbaum des gesamten Baumes. Ja, ist selbst auch wieder ein Baum, ja, und dessen Wurzel
ist ein direkter Nachfolger der Wurzel des gesamten Baumes. Ja, auch das ist ein Teilbaum des gesamten Baumes. Ja, dessen Wurzel ist Nachfolger eines Knotens, der wiederum Nachfolger der Wurzel ist. Ja, das lässt sich halt rekursiv, kann man da beliebig nach unten gehen. Also dieser Knoten muss existieren, entweder es ist die Wurzel oder es existiert ein Teilbaum, dessen Wurzel direkter Nachfolger von W ist. Ja, und das kann ich natürlich jetzt so weitermachen. Ja, und wenn es der nicht ist, dann kann ich weiter nach unten gehen. Also irgendwann komme ich dann bei diesem A an. Das heißt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, und irgendwann erreiche ich dann der letzte gemeinsame Vorgänger ist. Ja, und der definiert halt auch den Weg. Ja, der Weg sozusagen von B nach C ist dann genau der Weg. Und das ist der einzige Weg, der von B nach C führt.